Ich engagiere mich, weil ich das Gefühl habe, mir geht es gut hier und ich komme viel über und ich will auch etwas zurückgeben. Und ich bin bereit dafür, auch etwas zu geben. Also nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. Das, denke ich, ist wichtig. Ich finde das eine tolle Sache, wenn man sich in einer Gemeinde engagieren kann, wenn man dort mitwirken kann, Zukunft bestimmen. Und man sieht in einer Gemeinde auch wirklich das Resultat von dem, was man nachher auch entscheidet. Im Gegensatz vielleicht zu anderen Parlamenten, wo es viel länger dauert. Ich möchte etwas verändern, ich möchte mitreden und ich möchte meine Zukunft selber gestalten. Es geht auch gerade um die jungen Leute, die ich wirklich vertreten darf, habe ich noch den Kontakt zu denen. Und darum finde ich es auch wichtig, dass junge Leute auch in der Politik sind. Es ist mir wichtig, dass wir Junge angehört werden, bereits schon in den jungen Jahren, weil wir Junge haben Zukunft zu gestalten. Für uns ist es wichtig, dass wir mitentscheiden können, dass nicht nur die älteren Semester etwas zu sagen haben und dann unsere Zukunft der Jungen bestimmen, sondern mir ist es wichtig und darum engagiere ich mich auch sehr in der Politik, um zu sagen, wo will ich hin und so können auch das Ganze aufnehmen auf mich, um zu sagen, ja, ich bin dabei. Ich habe wirklich irgendwo die Hoffnung gehabt, dass man etwas bewirken kann, etwas verändern kann, weil der Zustand, den wir jetzt haben, hat mir irgendwie nicht so gepasst. Und darum war das eigentlich meine Motivation dahinter, dass ich mich als Gemeinderat zur Verfügung stelle. Die Wirtschaft unterstützt das Milizsystem voll und ganz. Es ist enorm wichtig für den Zusammenhalt in unserem Land. Es ist quasi Brückenschlag zwischen beruflicher Praxis und politischer Verantwortung. Wenn wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen so wichtig sind, dann müssen wir uns auch dafür einsetzen. Und darum unterstützen wir Sie in Ihrer Tätigkeit als Milizpolitikerinnen und Milizpolitiker.